Demonstration anlässlich des Bilderberger Treffens, welches gerade stattfindet im Taschenbergpalais. Alle Jahre wieder trifft sich da die Elite bzw. die Abgesandten der Elite, um den politischen Kurs für das nächste Jahr zu bestimmen. Und alle Jahre wieder treffen sich dann auch aufgeweckte Bürger, die dort ja auf dieses Ereignis hinweisen wollen, da es vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was dort genau stattfindet. Und tatsächlich ist es meistens auch so, dass diese Treffen ja eher in abgelegeneren Gegenden stattfinden und nicht so zentral wie dieses Jahr hier in Dresden. Das ist also auch schon etwas, ja, was Einzigartigkeitscharakter hat. Und da das diesmal hier in Deutschland stattfindet, darf man sich's nicht nehmen lassen, heute hier auch anwesend zu sein. Wir veranstalten diese Veranstaltung klar, eben um darauf hinzuweisen, was dort genau geschieht. Weil die meisten Bürger, wie gesagt, noch gar nichts gehört haben von dieser Gruppe der Bilderberger, von diesen Veranstaltungen, diesen jährlichen. Und ja, auch in den Medien immer herzlich wenig davon berichtet wird. Da aber immer mehr Menschen im Internet darüber berichtet haben und es schon langsam ein offenes Geheimnis geworden ist, können die Medien es sich jetzt auch nicht mehr verkneifen. Sie müssen jetzt zumindest beschränkt darüber berichten. Und so sieht man schon einige Aktionen hier in Dresden, die stattfinden, die darauf hinweisen. Zunächst möchte ich aber die Beschränkungen vorlesen, um da den Auflagen Genüge zu leisten. So, während der Kundgebung ist zu den Cafés, Restaurants, Außenbestuhlung sowie zu den angrenzenden Geschäften ein Abstand von mindestens 10 Metern einzuhalten. Die angezeigten Kundgebungshilfsmittel, ein LKW bis 4,9 Tonnen, zulässiges Gesamtgewicht und so weiter, werden zur Kenntnis genommen. Bei Verwendung der Kundgebungshilfsmittel werden nachfolgende Beschränkungen festgelegt. Fahnen und Transparentstangen dürfen eine Höhe von 2 Metern nicht überschreiten. Die Länge des Fronttransparentes hat 5 Meter nicht zu überschreiten. Sollten mehrere Transparente innerhalb des Aufzugs frontal zur Laufrichtung mitgeführt werden, gelten die Abmaße von maximal 5 Metern entsprechend. Der Abstand zwischen diesen Transparenten und den vorausgehenden Versammlungsteilnehmern hat 10 Meter nicht zu überschreiten. Seitlich getragene Transparente haben eine Länge von 2 Metern nicht zu überschreiten und dürfen nicht mit dem Fronttransparent verknüpft sein. Zwischen den seitlich mitgeführten Transparenten muss ein Mindestabstand von mindestens 1 Meter sein. Die Transparente dürfen untereinander nicht verknüpft sein. Für die Versammlung wird ein Verbot des Ausschanks und des Konsums von Alkohol in jeglicher Form angeordnet. Für die Versammlung wird ein Verbot zur Mitführung von Hunden angeordnet. Ausgenommen von diesem Verbot ist die Mitführung von entsprechend gekennzeichneten blinden Hunden durch Personen, welche dadurch ihre Sehbeeinträchtigung kompensieren. Während der Versammlung wird das Mitführen von Behältnissen wie Flaschen, Bechern, Krügen oder Dosen, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material bestehen, sowie Waffen oder Gegenstände, die als Wurfgeschosse Verwendung finden können, unter anderem Eier, Steine, Farbbeutel, beziehungsweise ihrer Art nach zur Verletzung von Personen, zum Beispiel Laserpointer, oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, verboten. Des Weiteren wird das Mitführen von pyrotechnischen Erzeugnissen während der Versammlung verboten. Gott sei Dank sind wir damit jetzt durch. Kafka hätte seine helle Freude gehabt. Das wäre für uns natürlich nicht nötig, aber es muss natürlich Neutralität auch seitens der Polizei, für deren Anwesenheit wir natürlich auch dankbar sind, weil wir so viel Vertrauen vorwegschicken, dass die Polizei auf der Seite des Volkes ist und sich als eine Polizei des Volkes versteht, die also auch die Anliegen und auch die Bedürfnisse des Volkes gewahrt sehen möchten. Aus verlässlichen Kreisen weiß ich eben, dass die Mehrheit der Polizei tatsächlich auch mit dem Kurs unserer Parlamentarier nicht einverstanden sind und eben sich auch sehr unwohl fühlen in ihrer Rolle, wo sie eben auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen müssten. Es ist längst ein ungeschriebenes Geheimnis, dass unsere Politiker nicht mehr im Sinne und auch nicht mehr zum Wohle des Volkes handeln und regieren. Uns also beherrschen, und zwar ja, zum Wohle anderer Gruppierungen. Welche Gruppierungen das sind, kann man
unter anderem dieses Jahr von der Teilnehmerliste des Bilderberger Treffens entnehmen. Da haben wir Banken, also Vertreter aus den Banken, Vertreter aus den Telekommunikationssektoren, wie zum Beispiel einer der größten Telekommunikationsunternehmen weltweit, wenn nicht sogar das größte, Telefonica España. Da haben wir Vertreter natürlich des Militärs. Wir haben Verteidigungsminister aus verschiedenen europäischen Ländern zu Besuch. All diese Größen treffen sich hier und daran lässt sich aber auch ableiten, was die Agenda dieses Jahr sein wird. Dazu wird der Frank sicherlich noch näher eingehen. Frank, auch bekannt von der Mahnwache in Halle. Übrigens, wer mich noch nicht kennt, das habe ich ganz vergessen, mein Name ist Donatus, aber das macht nichts. Wie gesagt, wir stehen schon seit über 2 Jahren in Halle auf der Straße und unser Hauptthemenschwerpunkt war und immer und ist auch weiterhin auf Ursache und Verursacher zu verweisen, weil wir der Meinung sind, dass es wenig Sinn macht, dass man sich, so schlimm das Symptom vielleicht auch sein mag, dass man sich aber daran festbeißt und dann wie auf einigen Demos dann gegen Asylantenheime zum Beispiel wettert oder gegen die Umtriebe der Pharmalobbys oder gegen die Machenschaften der Banken. Klar, jedes Thema für sich, jedes Symptom für sich ist schwerwiegend genug. Aber es bringt wirklich nichts, sich auf diese Einzelthemen zu versteifen. Denn das würde dazu führen, dass man, wenn man jedes einzelne Thema für sich als allzu wichtig betrachtet, Ursacher und Verursacher aus den Augen verliert. Damit ist man beschäftigt und im Hintergrund können die Machenschaften unbehelligt weitergehen. Es ist also wichtig, dass wir hier darauf verweisen, beziehungsweise auch immer wieder den Grund und die Ursachen im Auge behält. Dass es eine globale Agenda gibt, dass die Globalisierung nicht den Menschen dient, also uns nicht zusammenführen soll, auf dass wir eine heile und friedliche Welt haben, das sollte mittlerweile auch dem Unaufgewecktesten klar sein. Denn dieser Kurs der Globalisierung, der allem vorangeht, der offenbar das Allerwichtigste zu sein scheint im Augenblick der Eliten und auch der Medien, das führt am Ende ja nicht dazu, dass es uns besser geht. Denn gerade wir hier im Osten, und das sage ich auch immer und immer wieder, sollten doch den Unterschied, beziehungsweise sollten doch zumindest die Ähnlichkeiten wiedererkennen. Die Ähnlichkeiten zu dem Überwachungsstaat, den wir vorher hatten, und dem Überwachungsstaat 2.0, den wir heute haben. Ja, es ist sogar so perfide, dass eine Frau Kahane, eine ehemalige Staatssicherheitsmitarbeiterin, jetzt eine Überwachungstruppe anleitet unter Heiko Maas, dem Maßlosen, die im Internet solche Vergehen, also Meinungsvergehen und Denkvergehen begehen, die also hetzen oder Dinge sagen oder zeigen, die nicht gewünscht sind. Das ist bis zum gewissen Grade, ist das vielleicht sogar legitim. Aber dazu müsste dieses Kontrollorgan in den Händen, also in neutralen Händen sein, in Händen, die Interesse haben am Wohle des Bürgers. Sind sie aber nicht. Sie sind in den Händen eben dieser Bundesregierung, nicht meine Bundesregierung, sondern diese Bundesregierung, die uns Tag für Tag verrät und verkauft. Und das muss man einfach wirklich so klar und deutlich sagen, weil man kann es nicht mehr umschreiben. Und ehrlich gesagt bin ich es leid, dass Probleme umschrieben werden und schöne Worte gefunden werden, dieses Neusprech, von dem man in Orwells 1984 lesen kann. Diese wohlfeile Sprache, die entwickelt wurde, um Missstände, um Probleme zu umschreiben und schöner klingen zu lassen. So werden Probleme zu Herausforderungen. Nein, wir dürfen uns da auch nicht mehr blenden lassen. Im Gegenteil, die Fakten müssen klar auf den Tisch kommen. Die Ursachen und Verursacher müssen benannt werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass tatsächlich die Macht in den Händen liegt, die das meiste Geld haben. Die haben natürlich auch die meiste Macht, ist ganz klar. Und die haben natürlich auch etwas zu verlieren. Die haben eine Verantwortung für ihr Imperium, was sie aufgebaut haben. Und da dürfen wir eben auch die Politiker, da dürfen wir die Obamas dieser Welt, beziehungsweise die
Präsidenten und Könige und Königinnen nicht als die Hauptverursacher sehen, sondern tatsächlich die, die über denen stehen. Denn tatsächlich werden wir eher regiert von Menschen, von denen wir kaum etwas gehört haben, die wir vielleicht nur am Rande in den Medien mal sehen. Genau, natürlich machen die mit, aber die machen im Verborgenen mit. Die treffen sich wahrscheinlich dieses Jahr, sind wahrscheinlich keine Vertreter von denen hier anwesend, weil sonst fände diese Veranstaltung nicht so nah am Stadtkern statt, sondern wäre doch ein bisschen weiter draußen. Weil unsere Politiker machen damit, wissen Sie. Ja, unsere Politiker machen mit. Warum machen unsere Politiker mit? Warum machen alle Politiker weltweit mit? Und warum sind die Politiker eben nicht das Problem, sondern auch nur Symptom? Weil sie kein Rückgrat haben, das mag sein, aber weil sie auch eben einen schönen Lebensstandard haben, den sie nicht verlieren wollen. Es ist tatsächlich so einfach. Jeder, der einen gut bezahlten Job hat und von seinem Chef angeraten bekommt, zu keiner Demo zu gehen, der wird wahrscheinlich dann entweder heimlich irgendwo um die Ecke stehen. Bei uns in Halle haben wir zwei schöne Straßencafés rechts und links auf dem Marktplatz. Und ich weiß von vielen, die dorthin gehen, sich dorthin setzen, sie sind dann auch anwesend, aber man kann ihnen nichts nachsagen, dass sie an der Demo teilgenommen haben. Ja, aber genau die Politiker können sich da eben nicht rausnehmen. Im Gegenteil, die müssen das Lied singen, dessen, von dem sie ernährt werden. Also das Brot ich esse, das Lied ich sing. Und ja, wie gesagt, wenn sich ein Politiker dann doch ein Rückgrat wachsen lässt und sagt, ich spiele da nicht mehr mit, dann macht er es auch nicht mehr lange. Unfälle passieren nun mal. Und Menschen sterben nun mal an Herzinfarkt. Oder an verschiedenen anderen Dingen. Und wer das weiß, der hat dann eben nur eine Wahl. Entweder ich höre auf damit, oder ich mache weiter. Und deswegen haben wir in den Ebenen, die wir wählen, alle vier Jahre, auch nichts zu erwarten. Wir haben von diesen Menschen nichts zu erwarten. Im Gegenteil. Sie suchen nur die Möglichkeit, ja, an die Macht zu kommen, um ihren Lebensstandard zu sichern. Zwei Legislaturperioden müssen sie mitmachen, dann haben sie ihren Rentenanspruch, ihren Pensionsanspruch, der auch, von dem die meisten von uns nur träumen können. Unsere Jugend sowieso, denn eine Rente, die nach Norbert Blüm ja damals sowas von sicher war, die gibt es für uns nicht mehr. Aber dennoch sehen wir immer noch viel zu wenig Jugendliche auf der Straße, die sich darüber empören. Wie kann das sein? Weil sie wenig informiert sind. Oder weil man ihnen andere Ziele in den Kopf gesetzt hat, die zu erfüllen sind. Wie zum Beispiel Karriere machen, das Häuschen, heiraten, Kinder. Das sind alles gute und sicher schöne Ziele. Aber was nützt uns das, wenn wir schon wissen, dass die Bundeswehr an der russischen Grenze patrouilliert und es ja dieses sinnbildliche Fass, Pulverfass ist und der Funke quasi schon in der Nähe ist, also permanent wird gezündelt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Dritte Weltkrieg losbricht. Und dass am Kriegen bisher immer nur gewonnen wurde seitens der Machteliten, das wissen wir auch, dass Kriege nicht geführt werden, weil das Gute das Böse bekämpft. Das wissen wir auch. Im Gegenteil, hier, wie gesagt, geht es um schnöden Mammon, es geht um Ressourcen und es geht um Machteinfluss, es geht um territoriale Ansprüche, aber es geht niemals darum, dass irgendeine böse Macht bekämpft wird. Im Gegenteil, wir Menschen werden verinstrumentalisiert, wir werden aufeinander gehetzt. Und wenn es nicht die Religionen sind, dann sind es politische Richtungen. Und auch hier, genau wie mit diesen Lebenszielen, die sicherlich auch wichtig sind. Aber was nützt uns all das? Was nützt es uns, wenn ich an meinem linken oder an meinem rechten Weltbild festhalte und morgen eine Bombe alles zerstören kann? Es ist also wichtig, dass wir uns endlich nicht mehr als Linke oder als Rechte verstehen oder als Veganer oder als Fleischesser oder als Moslems oder Christen, Buddhisten oder was auch immer, sondern es wird Zeit, dass wir uns als Menschen verstehen, als Geschöpfe auf Gottes Erden. Und da wir meines Wissens nach die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, die des Denkens fähig sein sollten, das ist auch nicht immer vorausgesetzt,
Aber da wir die einzige Spezies sind, die aber auch Einfluss darauf hat, auf Gedeih und Verderb dieses Planeten, müssen wir uns endlich zusammentun und alle Ressentiments auf der Seite lassen. Ein jeder kann seine politische Ansicht behalten. Ein jeder kann seine Religion behalten. All das ist nämlich dabei nicht wichtig bei dem, worum es eigentlich geht. Nämlich darum, diesen Machteliten zu zeigen, dass wir nicht mehr mitspielen. Ja. Und wenn man sagt, die sind aber doch viel mächtiger als wir, dann mag das sein aus der Sicht, ja, wenn man betrachtet, dass sie die Waffen haben, ja. Aber wir sind die 99%, die viel besagten. Und damit haben wir die Macht der Mehrheit auf unserer Seite. Und da wir von dieser Politik kaum etwas haben, als Unannehmlichkeiten und obwohl alles immer schöner aussieht, immer mehr sinkender Lebensstandard, Gesundheit, immer weniger Geld im Geldbeutel und damit immer weniger Freiheiten, müssen wir jetzt endlich aktiv werden und müssen diese Fäden der Macht durchschneiden, indem wir uns verweigern, Widerstand leisten, boykottieren, informieren und sichtbar unserem Widerstand, unserem Protest regelmäßig und flächendeckend deutschlandweit, europaweit, ja weltweit sichtbar werden lassen. Wie gesagt, das darf nicht politisch gefärbt sein. Das darf nicht nationalistisch gefärbt sein. Es darf nicht religiös gefärbt sein, weil all das verringert die Chance auf Anschlussfähigkeit. Im Gegenteil, all das muss in den Hintergrund, wie gesagt, treten, denn es geht hier um unsere aller Zukunft. Und wie gesagt, wie nah der Dritte Weltkrieg ist, ist heutzutage ja sehr, sehr einfach zu erkennen. Ich meine, dazu braucht man nicht mal mehr irgendwelche versteckten Seiten im Internet zu lesen. Wir kriegen es schon über den Mainstream mit, wer aufmerksam zuschaut. Das Problem ist, das tun die wenigsten. Die meisten sind so mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt und sind so überlastet und informationsüberflutet, dass sie es nicht mitbekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ja Momentis schaffen, also Situationen schaffen, wo die Menschen aus ihrem täglichen Trott herausgerissen werden und zuhören müssen, zuschauen müssen. Und ja, wenn sie einmal informiert sind, dann wird ein jeder vor die Wahl gestellt. Und zwar die Wahl, ob ich weiter die Augen verschließe und damit mitmache oder ob ich endlich aktiv werde. Und um aktiv zu werden, muss man nicht sich verstehen als derjenige, der die Welt verändert oder der die Welt rettet. Weil das schafft nicht einer allein, das soll auch nicht einer allein machen. Sonst hätten wir wieder einen Führer und wir würden uns alle wieder jemandem anschließen und wieder jemanden hinterherlaufen. Und das hatten wir schon einmal und das hatten wir schon häufiger und es ist immer schief gegangen. Das ist das nächste Wichtige, was wir erkennen müssen. Wir müssen erkennen, dass die Geschichte unser Lehrmeister sein sollte. Dass wir aus den Fehlern der Geschichte lernen müssen. Und nun könnte wieder jemand sagen, ja, wie könnte man oder wie kann man das, wenn man doch weiß, dass die Geschichtsbücher jeweils von den Siegern geschrieben werden oder von den Mächtigsten geschrieben werden. Ja, das ist tatsächlich so. Aber prinzipiell kann man aus der Geschichte lernen, dass alle Systeme, ob es der Kommunismus, der Kapitalismus oder der Sozialismus, der Faschismus, der Feudalismus, dass das alles nicht funktioniert hat oder beziehungsweise nicht für die Menschen da war, sondern jeweils immer den Machteliten gedient hat, auf die eine oder andere Art und Weise. Man kann sogar sagen, dass Kommunismus und Kapitalismus zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Dass es vielleicht auch Experimente waren, wie auch immer. Aber wenn wir das schon erkannt haben, aber die Konstante zum Beispiel immer das gleiche Geldsystem war, welches ja eine Verlagerung von, wie wir das von der Wissensmanufaktur zum Beispiel häufig hören, eine Verlagerung von fleißig nach reich, dann kann es für uns Bürger an der Stelle nur ja, ein Lachen herauskitzeln. Ja, dann war das und ist das nicht für uns, dieses System. Aber wenn wir die 99% sind, dann sollte doch das System, was etabliert ist, für die Mehrheit geschaffen sein. Aber das ist es nicht.
Wann wollen wir also uns endlich, unsere Macht endlich erkennen und dieses System, was uns plagt, was gegen uns arbeitet, endlich entmachten, indem wir ihm die Macht entziehen und etwas Neues schaffen? Das können wir von keinem fordern, außer von uns selbst. Denn wie schon gesagt, die Politiker, und das sollten wir erkannt haben, die wir gewählt haben, egal von welcher Seite sie kommen, auch wenn es eine Protestpartei war oder ist, die uns das Blau vom Himmel verspricht, haben, sobald sie in den Mühlen der Macht waren und ihre Annehmlichkeiten schon zu spüren bekommen haben, ihre Parteipunkte, die sie attraktiv gemacht haben, sehr schnell auf der Seite gelassen. Weil sie eben kein Rückgrat haben. Ja, also können wir es nur von uns selbst fordern und wir können es nur selbst machen. Ideen gibt es genug. Es gibt genug Lösungen. Und zwar für vielerlei Probleme. Und es gibt genügend Menschen, die genügend Ambitionen haben, Lösungen zu finden. Allein mangelt es an der Unterstützung, finanzieller Art und natürlich auch das Know-how. Das heißt, es ist notwendig, dass wir Menschen, die wir etwas ändern möchten, uns vernetzen, dass wir uns zusammentun und dann gemeinsam an den Projekten arbeiten. Und wie gesagt, es gibt viele Widerstandszellen in Deutschland, die regelmäßig aktiv sind und sie wachsen. Im Internet hat es eine große Community, eine große Gemeinschaft. Ich möchte das Neudeutsch-Englisch gerne aus meiner Sprache verbannen, weil entweder spreche ich Englisch oder ich spreche Deutsch. Ja, es tut mir sehr leid, ich bin jetzt gerade im Fluss gewesen. Ich höre gerade, wir machen einen weiteren Programmpunkt. Ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes, der Frank, genau, hätte ich jetzt auch gesagt, der Frank Gebhardt, wie gesagt, aus Halle. Wohnt nicht in Halle, aber ist regelmäßig in Halle und im Internet auf der Montagsdemo Halle regelmäßig zu sehen. Ja, danke. Hallo, liebe Dresdner, liebe Aktivisten und liebe Touristen, wer auch immer hier ist. Hier sind sicherlich auch Medienschaffende und vor allen Dingen möchte ich die Leute aus den Kreisen der Journalisten begrüßen, die nicht in Lohnarbeit stehen, die keine Lohnschreiber sind, sondern die tatsächlich auf eigene Kosten als alternative Journalisten hierher kommen und hier Arbeit verrichten, weil sie etwas verändern wollen. Vielen Dank dafür. Wir sind ein bunter Haufen, wie man hier sehen kann, an den verschiedenen Sprüchen, an den Bannern, an den Fahnen. Und man erkennt wohl ganz deutlich, dass das stimmt, was ich jeden Montag auch in Halle sage, dass wir keine Altlinken und keine Neurechten sind, sondern wir sind normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich Gedanken machen und die den Mut haben, diese Gedanken auch offen auszusprechen. Und es ist immer noch traurig, nach 2 Jahren, die wir aktiv auf den Straßen stehen, zu erkennen, dass wir so ein kleiner Haufen sind und dass die Parteien uns immer wieder im Stich lassen. Und das kann man verstehen bei den Lobbyparteien. Ich zähle die CDU zu einer Lobbypartei. Ich behaupte sogar, die SPD, die sich als Arbeiterpartei tarnt, ist nichts weiter als eine Lobbypartei. Aber, und das ist das Erschreckende, die Linkspartei steht nicht hier, obwohl sie doch immer diesen bösen Kapitalismus kritisieren. Die schlimmsten Vertreter dieses Kapitalismus, die aggressivsten Vertreter, die stehen hier, die versammeln sich hier in diesem Hotel. Es sind so wenige Eliten, die passen in dieses Hotel, die passen in einen kleinen Vorlesungs- oder Konferenzsaal. So wenige sind das. Und da müssen wir doch mal hingehen und müssen doch mal zeigen, dass wir verstanden haben, wer hier die Strippenzieher sind. Und was macht die Linkspartei? Sie sagen als Ausrede, sie kommen nicht hierher, weil sie dem Steuerzahler nicht noch mehr Kosten aufbürden wollen. Katja Kipping hatte das gesagt. Stellt euch das vor.
Sie bürden dem Steuerzahler mit ihren Gegendemonstrationen, wo sie also nicht mal für eine Sache demonstrieren, sondern wo sie gegen Aktivisten, gegen Demonstranten vorgehen, bürden sie immer wieder Steuerkosten auf. Aber wenn wirklich die Verursacher da sind, Verursacherprinzip, mal nachdenken, ja? Wenn die Verursacher hier sind, dann stehen sie nicht hier, weil sie nur Symptompolitik kritisieren. Eine andere Ausrede war, sie wollen nicht neben Reichsbürgern stehen. Ja, da kann man nur noch den Kopf schütteln. Und darum muss ich euch leider sagen, wir sind alleine. Diese Parteien werden uns nicht helfen. Wir müssen das verdammt nochmal alleine machen. Dieses Parteiensystem scheint sich überlebt zu haben. Die Grünen sind doch nicht grün. Wer Uranmunition im Kosovo mit einsetzt, der kann nicht für die Umwelt sein. Uranmunition ist verdammt schlecht für die Umwelt. Die Linken, haben wir gerade erkannt, haben scheinbar keine echten linken Werte mehr, sondern haben sich links angemalt. Und sie heucheln mit dieser linken Farbe irgendwie linke Werte vor, um Wähler zu generieren. Ich würde behaupten, die wirklichen solidarischen Humanisten, die stehen hier, und zwar auf eigene Kosten. Und so geht es natürlich weiter. Die Liberalen, FDP, ja, die behaupten ja, liberal zu sein. Die waren natürlich nicht liberal. Als sie an der Macht waren, waren sie genau solche Lobbyisten und haben der Pharma-Lobby oder der Ärzte-Lobby, haben sie nach oben geholfen und waren kein bisschen liberal. Denn wer liberal ist, der würde doch einen freien Markt unterstützen und nicht nur eine kleine Lobby. Die haben uns alle verarscht. Und deswegen müssen wir endlich selber wieder die Politik in die Hand nehmen. Wir brauchen mehr Demokratie, im Gegenteil von dem, was dort stattfindet. Dort finden sich Lobbyisten zusammen und versuchen, die Medien und Politiker auf Linie zu bringen. Aber wir wollen endlich wieder mitreden. Wir wollen nicht, dass die uns wie Schachfiguren auf so einem Schachbrett hin und her schieben. Wir sind verdammt nochmal keine Schachfiguren. Wir sind Menschen und wir wollen endlich mitreden. Ich habe mir die Zeit genommen und habe stundenlang die Teilnehmerliste analysiert, habe geguckt, wer woher kommt und aus welcher Branche, aus welchem Land und so weiter. Ich kann euch das mal kurz zusammenfassen. Die meisten dieser Teilnehmer da drinnen kommen aus den USA. Gleichzeitig sind die meisten dort drinnen aus der Finanzbranche, sind Leute, die mit Geld handeln. Danach kommen viele andere, zum Beispiel Leute aus der Rohstoffindustrie oder auch aus der Rüstungsindustrie. Dort sind Lobbyisten, dort sind Menschen aus der Wirtschaft und nicht nur von kleinen Firmen. Dort sind tatsächlich Vertreter von riesigen Gruppen von Firmen, von riesigen Firmenzusammenschlüssen. Dort sind die Leute, die aus Nordamerika und aus Europa zusammengekommen sind und das meiste Kapital vereinen. Die größten, ja, Oligarchen, wie man so böse sagt, in Richtung Osten, aber im Westen gibt es diese Oligarchen auch, die sind dort, oder die Vertreter dieser Oligarchen. Diese Lobbyisten wollen natürlich Lobbypolitik machen und haben sich dazu Strategien überlegt. Strategien, wie die Politik des nächsten Jahres auszusehen hat. Dafür gibt es sogenannte Think Tanks. Von diesen Think Tanks haben sie auch Mitarbeiter mitgebracht. Diese Leute, die sozusagen diese gemeinsame Politik dieser Wirtschaftslobby vermitteln wollen, reden dann mit den stärksten Vertretern der Medien und der Politik. Es werden also Politiker eingeladen, die gerade jetzt an der Macht sind oder an die Macht kommen. Das bedeutet, in dem Fall sind hier CDU-Politiker, zum Beispiel Frau von der Leyen, unsere Kriegsministerin, die dafür sorgt, dass unsere Soldaten überall im Ausland sind. Darum nenne ich sie Kriegsministerin und nicht Verteidigungsministerin. Denn unser Land wird nicht in Syrien verteidigt. Die größten Vertreter der Medien, zum Beispiel die von dem Axel Springer Verlag, die findet man natürlich auch dort. Und diese Leute, die Journalisten des Axel Springer Verlags, unterschreiben
die Leitlinien dieses Verlags, dass man nämlich zugunsten der USA schreiben muss. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie natürlich gegen Russland schreiben werden und dass dort drinnen natürlich eine russophobe Politik stattfinden wird. Dort ist auch der Herr Breedlove, der auch sehr oft gegen Russland geschossen hat. Und wie gesagt, Frau von der Leyen, die jetzt mit ihrem neuen Weißbuch Russland wieder zu ihrem Feind erklärt haben. Die Bundeswehr hat jetzt also auch wieder Russland als ihren Feind. Russland, dieses Land, das 27 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren hat, auch an deutsche Soldaten. Das ist eine Riesenschweinerei und das müssen wir natürlich auch offen ansprechen, dass hier einseitig die Imperialisten aus dem Westen, ja, die Imperialisten aus dem Westen, die USA oder Großbritannien oder Frankreich, die dort alle vertreten sind, die werden hier zu Freunden erklärt und die anderen im Osten, die werden zu Feinden erklärt. Das ist keine offene, gerechte Politik. Hier geht es um Machtinteressen und zwar um die Macht und die wirtschaftlichen Interessen der Leute, die dort zusammenkommen, die Menschen auf Linie bringen. Und darum sehe ich die Veranstaltung als eine Lobbyveranstaltung der reichsten und elitärsten Menschen dieser Welt. Und es wundert mich. Es wundert mich, dass nicht jeder klardenkende Mensch hier steht und darauf zeigt. Denn wie gesagt, wir wollen selber unser Leben bestimmen und uns nicht von solchen zu Marionetten machen lassen. Ja, was können wir da tun, um da eine Änderung herbeizuführen? Das ist eine schwierige Frage und darum fühlen sich immer viele Menschen machtlos. Aber ich bin der Meinung, wir sind überhaupt nicht machtlos. Wir sind eigentlich die, die alle Macht in der Hand haben. Wir könnten von heute auf morgen das ganze Spiel ändern und es wäre sehr einfach, wenn wir alle zusammenhalten würden. Solange diese Parteien, diese Vereine, diese Ideologen es schaffen, uns immer wieder zu spalten in rechts und links, solange werden wir es nicht schaffen, gemeinsam für unsere Rechte, für die Rechte der ganzen Welt aufzustehen. Das ist das Problem. Und das müssen wir überwinden. Und das ist ganz wichtig, diese Feindbilder, die jede Partei braucht, Feindbilder, die jeder Verein braucht, Feindbilder, die Nationen brauchen, um sich expansiv auszubreiten. Diese Feindbilder sind daran schuld, an dem Elend dieser Welt. Und mit diesen Feindbildern spielen diese Eliten. Sie setzen uns die Feinde in den Kopf. Dann ist der Iran böse oder Syrien oder Russland. Und warum? Man kann sich ganz einfach die Geschichte angucken. Die Länder, die es geschafft haben oder aus dem Dollar austreten wollten, die ihr Öl und ihre Rohstoffe nicht mehr im Dollar verkaufen wollten, die wurden unterworfen, die wurden mit Krieg überzogen. Und man hat es immer wieder geschafft, uns diese Länder zu Feinden zu machen. Und das muss aufhören. Wir dürfen nicht mehr uns so manipulieren lassen. Wir sollten also aufhören, uns gegeneinander aufbringen zu lassen und müssen gemeinsam, Hand in Hand, uns zusammenstellen und uns nicht mehr vor ihren Karren spannen zu lassen. Wir haben ja hier passende Plakate, ich hoffe, die werden nachher auch getragen bei unserem Umzug. Ja, ich habe da aber auch Hoffnung und ich möchte das also nicht alles so düster aussehen lassen. Diese Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, diese Politik, die gemacht wird gegen den jeweiligen wirtschaftlichen Konkurrenten, die funktioniert immer schlechter. Auch Syrien handelt ja nicht mehr und Russland handelt nicht mehr in US-Dollar, verkauft ihr Öl und Gas auf einmal in Euro und in Rubel. Und natürlich werden sie deswegen zum Feind gemacht. Aber es wird immer schwieriger, dass die Menschen das kapieren. Die Menschen hier in Deutschland lassen sich nicht mehr so einfach aufbringen und wollen dieses Feindbild nicht so einfach annehmen, wie es in letzter Zeit funktioniert hat. Beim Irak ging es noch leicht und bei Libyen ging es noch leicht, obwohl es auch da ungerecht war. Aber ich glaube, dass die Menschen immer mehr aufgeklärt sind und dass es immer schwieriger wird für diese Imperialisten, ihre Kriege durchzuziehen. Und ich glaube auch, dass das Imperium, das größte Imperium mit ihren 800 Militärbasen, mit der Folter und mit der Spionage und mit allem, mit dem sie ihre Macht ausbreiten, dieses Imperium verliert langsam an Macht.
Wir sehen, dass es andere Kräfte gibt, die sich zusammenschließen, dass es diese BRICS-Staaten gibt. Es gibt neue große Banken wie diese BRICS-Bank. Und es gibt langsam immer mehr Länder, die sich dagegen wehren. Und es wird jetzt immer schwieriger für die USA, Verbündete zu finden, diese Länder zu überfallen. In Syrien hat es schon nicht mehr funktioniert und ich hoffe, das wird in Zukunft noch besser werden. Dann haben wir eine Chance auf Frieden in der ganzen Welt. Und darum möchte ich zum Schluss noch mal sagen, dass wir also nicht hasserfüllt gegen diese Menschen sind. Ich möchte den Bilderbergern sozusagen ein paar Worte mitgeben, nämlich, dass ich sie verstehen kann. Sie sind dort als Vertreter ihrer Konzerne und da kann man einfach nicht moralisch handeln. Da muss man im Interesse der Investoren handeln. Man muss Rendite erwirtschaften. Man kann da nicht menschlich denken, das ist mir klar. Aber ich möchte, dass ihr dort drüben in diesem Hotel, dass ihr es schafft, durch Wirtschaft, durch Kooperation, durch gemeinsames Arbeiten, durch ein Miteinander diese Renditen und diese Profite macht und dass ihr euch fernhaltet von irgendwelchen Anschlägen, von irgendwelchen Terroristen, die man unterstützen kann und dass ihr euch bitte nicht daran beteiligt, irgendwelche Kriege zu unterstützen, irgendwelche Kriege mit anzuzündeln. Denn an Kriegen verdient man viel, aber wir werden da Widerstand leisten, denn wir sind hier und wir stehen hier aufrecht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir brauchen nicht zu hassen. Wir brauchen diese Menschen nicht zu hassen und wir brauchen nicht mal uns selbst zu hassen. Denn wir stehen ja hier, wir treten ja für das Gute ein. Wir brauchen auch nicht unser Land zu hassen. Wir brauchen niemanden zu hassen. Wir können aufrecht ins Ausland gehen und den Menschen in die Augen sehen und sagen, wir sind nicht verantwortlich für diese verbrecherische Politik, die auch von unserem Land ausgeht. Wir sind es nicht gewesen und wir sind im Widerstand. Vielen Dank. So, ich danke dir, Frank. So, wir sind ein bisschen im Verzug, das heißt, wir gehen jetzt gleich los. Wir haben hier noch ein paar Banner liegen. Es wäre sehr schön, wenn die alle mitkommen, weil wir wüssten auch nicht, wohin damit jetzt. Also, bedient euch und wir laufen also hier entlang, da wo die Straßenbahn lang fahren, hinter die Alt.